Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu iRacing und willkommen zu einem der Rennen in der vergangenen Woche 13. Also wenn ihr dieses Video seht, ist das wahrscheinlich schon die eine oder andere Woche her. Die Woche 13 ist immer so eine Zwischenwoche zwischen Season 1 und 2. Das heißt, da gibt es nur sehr wenige gewertete Rennen. Da sind auch ein paar so in Anführungsstrichen Spaßrennen dabei, also ohne Rating. Da kann man auch mal die Kiste wegschmeißen und egal ob iRating oder Safety Rating, es schadet beidem nicht. Und genau in so ein Rennen bin ich nämlich reingegangen. Gestiegen. Eigentlich wollte ich noch mal gerne ein bisschen GT3 auf Sebring fahren, das hat dann aber nicht funktioniert. Also bin ich spontan für die Minuten, die ich noch hatte, in den, wie hieß er nochmal? Frey Formula 1600 eingestiegen. Irgendjemand hat gesagt, das wäre wohl die Formel Ford. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sonst korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war im Endeffekt ein Spaßrennen auf Silverstone mit diesen ganz lustigen Bananen-Seifenkisten. Es hat überraschend viel Spaß gemacht. Es war nicht immer einfach zu handeln, weil die Kisten wirklich sehr, sehr spartanisch ausgerüstet sind und eben in der echten Welt auch eine günstige Möglichkeit in den Motorsport einzusteigen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht komplett super toll gelaufen, aber wir hatten schöne Racing-Action. Wir hatten tatsächlich, wie gesagt, überraschend viel Spaß und das ist zwischendrin einfach mal ein bisschen was anderes, bevor es dann wieder in die gewerteten Rennen geht. Wir schauen uns das mal an, Ladies and Gentlemen, im ein bisschen ungewöhnlichen Ford in der Formel Ford. Auf der Kurzvariante Silverstone, so richtig sicher fühlt sich das nicht an, aber das Schöne ist, wie gesagt, es ist ein Unranked Rennen, also I-Rating und Safety Rating werden nicht in Mitleidenschaft gezogen, in beide Richtungen nicht und deswegen machen wir uns jetzt einfach mal 15 Minuten einen kleinen Spaß. Ich glaube, das wird ganz lustig auf der kurzen Streckenvariante von Silverstone wird es, glaube ich, auch recht intensiv werden. Und ja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Rob sagt gerade nochmal, starte einfach, Gang rein und Gas geben, wenn grün ist. Das ist wiederum eine sehr gute Idee. The track temp is 32. The air temp is 23. Stehender Start, das haben wir zumindest im letzten Rennen schon mal dazugelernt. Go, nail it. Das Fahrzeug bewegt sich. Langsam, aber es bewegt sich. Und los geht's. On your left. Still there. Still there. Still there. Clear left. Car left. Clear left. Alright, Carla, click left side. Clear left. Okay, zumindest mal die ersten zwei Kurven überlebt. Das ist ja schon mal mehr, als ich zu träumen gewagt habe. Oder so ähnlich. Right side, clear right. Left side. Still there. Okay, alles klar. Mit ein bisschen Glücksspucke und Rückenwind hier schon mal durchgekommen. Windschatten nutzen. Komm, flach machen. On your right. Still there. Right side's clear. Oh! Car right. Right side's clear. Clear left. Entschuldigung. Car left. Clear left. Hat er da so früh gebremst oder ich so spät? Left side. Hold your line. Clear left. Er so früh, oder? Muss ich ihn vorbeilassen? Sollte ich ihn aus Höflichkeit halber vorbeilassen? Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Es ist ja kein Ranked-Rennen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ganz so böse sein, ne? Oder ganz so korrekt. Na, schau mal, können wir uns die Fahrzeuge hier auch mal aus der Nähe angucken. Ist auch ganz nett. Irgendwie sind die ja ganz lustig. The leader has just done a 102.7. P7. Okay.
Ach, das ist eigentlich spaßiger, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich ganz lustig. Car left, you're in the middle. Clear all around. Also ganz ernst nehme ich das jetzt hier gerade nicht, muss ich zugeben. Aber vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen schönes Racing hinzaubern. Okay, Ralph, the next car is Schultz. Schultz. Schultz? Sicher? The leader has just done a 102.2. Nicht E0 Alonso. P8, that's the fastest lap. Sector 2 is 1.5 seconds off the pace. Ich weiß. The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Aber besser so als ausgedreht. Jetzt, wo ich das so sehe, ist fast schade, dass es nicht ranked ist, ne? Aber das weiß man ja im Vorfeld immer nicht. Wie gut es dann am Ende läuft, aber ein paar Minuten müssen wir noch durchhalten. Einige sogar. The car in front of us is Thomas. Mal schauen, ob wir hier auf Schulze und Thomas noch mal ein bisschen aufschließen können vielleicht. Dass wir den beiden da vorne den Spaß nicht alleine überlassen. P7. Yellow flag. Ja, aber Schulz fährt zumindest nicht wie Flasche leer, ne? Ne, ach, das war Strunz. Das war wieder jemand anderes. Okay. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 1.3 seconds. Oh shit! Ja, man muss schon sehr konzentriert bleiben, ne? Die Kisten, die Seifenkisten hier verzeihen einem nicht allzu viel. Okay, Ralph, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Und 10 Minuten haben wir noch. Zumindest haben wir es nicht komplett weggeschmissen, relativ schnell wieder auf den Track zurückgekommen. Aber es geht wirklich ganz, ganz schnell bei dem Vogel hier. Maximize every lap. Let's salvage what we can. P8. Und ich glaube, ich kann mir auch noch mal ein bisschen das Schalten abgewöhnen hier. Sorry. Left side. He's still there. Clear left. Ja, aber tatsächlich, also und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Man merkt halt immer noch, dass wir in iRacing unterwegs sind, auch wenn es unranked Rennen sind, aber es gibt hier kein Destruction Derby. Bis auf ein paar Unkonzentriertheiten. Hier sind natürlich auch alle einige Anfänger dabei, inklusive mir natürlich, ich mittendrin oder vorne dran sogar, je nachdem. Aber trotzdem, selbst hier laufen die Rennen wirklich sehr konzentriert und sauber und fair. Die Kameraden wissen, wo die Bremse ist. Also es ist schon beeindruckend. So, 7 Minuten sind rum von 15. Und jetzt gucken wir mal, dass wir in der zweiten Hälfte hier nochmal ein bisschen schönes Racing auf den Asphalt zaubern.
That's half distance. Fuel levels are fine. Sectors 1 and 2 are 0.5 off the pace. Sector 3 is 0.4 off the pace. The guy behind has just done a 102.1. Ah, wo das, glaube ich, im Real Life, glaube ich, schon Spaß machen kann in den Kisten. The guy behind is catching. The gap's now 0.2. Ja, da kommt definitiv ein schnellerer von hinten. Oh, ich sehe mittlerweile, dass ich auf Platz 11 von 12 zurückgerutscht bin, ne? Oder sind es noch mehr? Ich sehe es gerade nicht. Ne, 18 Fahrer sind es, vergesst es. Aber scheinen sich einige ausgelockt zu haben, glaube ich. Tatsächlich, scheinen ein paar schon die Lobby verlassen zu haben, deswegen sind wir so weit zurückgerutscht. 18 sind gestartet und jetzt sind wir quasi auf den vorletzten Platz der 12 noch aktiven Fahrer hier mit dabei. So oder so ähnlich. Also komm, schauen wir mal, dass wir jetzt die letzten Minuten noch konzentriert durchziehen. Noch geht hier was. Ein bisschen Angst vor dem Hütchen bekommen, aber die scheinen nur im Gran Turismo durch die Gegend zu fliegen. Sim Racing Pleb, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Grüß dich. Und Sim Racing Pleb findet, dass das eine echt geile Karre ist. Ja, sie ist wirklich ganz lustig. Bisschen zu rutschig für meinen persönlichen Geschmack, aber so einigermaßen kriege ich jetzt so langsam ein Gefühl rein. Stay focused. We're still in this. P9. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Und jetzt sagt mir sogar schon der Crew Chief, dass ich konzentriert bleiben soll, und er hat vollkommen recht. Ja, vollkommen richtig bei den Spaßrennen, wenn die Leute natürlich auch mal einen schnelleren Finger am Disconnect-Knopf haben, ne? Wenn es dann vielleicht mal nicht ganz so optimal läuft. Na gut, wie gesagt. Also, 4 Minuten sind es roundabout noch. Da wäre sicherlich auch noch mehr drin gewesen, auch wenn das Rennen noch nicht vorbei ist, aber... Aber für die ersten zaghaften, unsicheren Versuche hier, glaube ich, klappt das einigermaßen vernünftig. Und wie gesagt, ist lustiger als ich dachte. Also durchaus mal eine Geschichte, die man sich durchaus wieder überlegen könnte. Push, 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 or we'll lose this place. Racetrucks wären natürlich auch nochmal richtig cool, lieber Alphalana, vollkommen richtig. Das wäre wirklich auch nochmal eine lustige Sache. Und würde auch, glaube ich, total zu so einer, in Anführungsstrichen, langsameren Simulation wie iRacing vielleicht auch ganz gut passen, so vom Geschwindigkeitsgefühl und so weiter. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Stimmt, gibt es eigentlich, was waschechte Simulation angeht, nur ein Race Room, ne? Limits. Keep it between the lines.
So, knappe 5 Sekunden sind es auch. Gomez. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr catchen können. The gap behind is now 19 seconds. That's 2 minutes left. 2 minutes. Ja gut, aber wie gesagt, das heißt wie gesagt, überraschend wenige Dreher, da hätte ich jetzt von mir ehrlich gesagt mehr erwartet, also in dem Fall Schlimmeres. Klar, noch ein bisschen mehr Action zwischendrin wäre durchaus willkommen gewesen, aber es bleibt dabei, es ist wirklich ein ganz, ganz witziges Rennen. Irgendwie ist es ja auch fast mal erfrischend, dass dann diese legendäre iRacing Woche 13 dann einfach auch mal ein bisschen lockerer ist. So eine Woche zum Durchatmen, wo dann auch mal ein bisschen so ein in Anführungsstrichen Quatsch dabei ist. Ich habe auch das ein oder andere Dirt-Track-Rennen gesehen, was mich ehrlich gesagt auch gereizt hat. So ein bisschen Wreckfest-mäßig. Oh, es erinnert mich auch daran. Wreckfest wäre natürlich auch mal wieder ein großer Spaß. Da hätte ich auch mal wieder richtig Lust drauf. Aber solche Sachen zeigen einem dann doch mal, wie viel Spaß sowas machen kann, dass man eben auch das ganze Thema auch nicht zu ernst nehmen sollte. Aber wie gesagt, klar, ein bisschen mehr Racing-Action mittendrin im Feld wäre schön gewesen. Da habe ich dann die Konzentration dann doch wieder hinten runterfallen lassen, aber egal. Trotzdem nettes Rennen. P8. So, eine Runde haben wir noch. Ich glaube, von 10 sind wir gestartet, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und die 8 sollten wir ja wohl mal irgendwie gerettet kriegen mit 17,5 Sekunden Abstand. You've just done 104.0. You've used half your fuel. Was mich auch ein bisschen freut, obwohl es jetzt hier natürlich alles noch nicht rekordverdächtig ist, aber dass ich so langsam ein Gefühl für die Strecken kriege, aber es ist einfach, umso öfter du sie fährst, du weißt dann zumindest mal irgendwann, welche Kurven kommen und es kann einem alles dann nur helfen, sich irgendwann ein bisschen besser, ein bisschen schneller einzufahren auch. Aber gut, dann war das doch nett, dass wir doch noch ein kurzes, knackiges Rennen hier hinbekommen haben. Wie gesagt, das war doch dann ganz witzig und ja, dann ist jetzt auch Feierabend. Das nächste Mal machen wir mal wieder was, in Anführungsstrichen, richtiges. Nicht, dass das nicht unrichtig wäre oder nicht richtig oder wie auch immer. Ihr merkt schon, die Buchstaben und Wörter kommen nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, es wird Zeit für Feierabend. Und die Scheibe ist auch dreckig. Beziehungsweise das Helmvisier ist das, ne? Ist auch egal.